Also ich fühle mich noch nicht so richtig wach und ich fühle mich heute auch nicht so energiegeladen, obwohl ich einen Tag voller To-Dos vor mir habe. Und um ein bisschen besser in den Tag zu starten, fange ich jetzt an mit Yoga. Und zwar, ich werde erstmal irgendwas Entspanntes machen. Also ich habe mir hier so eine Yin-Yoga-Klasse rausgesucht von Boho Beautiful. Die mache ich ja sowieso regelmäßig. Alright. Exhale, drop down your knees. Come back into a little relief. A child's pose. Wonderful. Breathing in, connecting back to your consciousness, to your body, to your mind. Das ist doch echt unglaublich, was so ein bisschen Yoga am Morgen machen kann, wenn man erstmal anfängt. Also ich habe mit einer Yin-Yoga-Practice angefangen und dann habe ich sogar noch ein bisschen weitergemacht und noch ein Video beendet. Und jetzt fühle ich mich viel frischer und bin bereit, in den Tag zu starten. Aber ich gehe jetzt erst einmal duschen. Falls ihr einige Videos von mir schon gesehen habt, wisst ihr vielleicht, dass hier in der Ecke ein Schlafsofa stand. Und das ist verkauft, das wurde gestern abgeholt und das ist jetzt ein neues Bett. Weil ja einfach auch gerade ganz viel passiert, was ich noch nicht wirklich geteilt habe. Hier in der Ecke stehen tatsächlich auch Tongs und auch der Schreibtisch. Das ist alles gerade so chaotisch. Ich muss das jetzt gleich erstmal aufräumen, bevor ich irgendetwas für die Uni mache. Ich finde, ein aufgeräumter Arbeitsplatz ist total wichtig, damit ich mich selber auch aufgeräumt fühle, wenn das Sinn ergibt und ich ein bisschen produktiver bin. Hallo zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe jetzt ja ein paar Tage nicht wirklich gefilmt, einfach weil ich so viel zu tun habe mit dem bevorstehenden Umzug in ein anderes Land. Also da gehört ja sowas zu wie Packen und Besorgungen und so viel organisatorischer Kram. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich eine Sache erledigt habe, wie zum Beispiel mein Auto, habe ich dann zum TÜV gebracht und dann kamen wieder zwei neue Sachen. Irgendwie bin ich gerade echt noch so am Hin- und Herrennen. Beziehungsweise war ich die ganze Woche, weil heute ist dann auch schon der 12. August. Fokussiert das, glaube ich, nicht. Ja, es ist 9.36 Uhr schon. Das ist auch super spät für meine Verhältnisse. Und ich habe nicht wirklich was geschafft für die Uni. Bin ganz ehrlich, ich habe zwar ein neues Modul Montag angefangen, und zwar psychologische Diagnostik. Das ist eine Klausur. Da kann man auch nicht wählen zwischen Präsentation oder Hausarbeit, sondern die Klausur ist fest. Und ich habe da jetzt Lektion 1... Lektion 2 gemacht von 8. Also es ist nicht so viel. Es ist ein sehr umfangreiches Modul, wie ich finde. Also ich habe zuerst die ersten zwei Lektionen, aber auch von Feedback von anderen Kommilitonen, alleine schon in der Teamsgruppe. Montag hatten wir auch eine Sprechstunde mit der Tutorin und haben die ersten zwei Lektionen so ein bisschen besprochen. Und da haben die halt auch gesagt, das ist schon relativ umfangreich. Und das ist auch viel so Tabellen wieder, die man... Du musst jetzt nicht jedes Wort auswendig lernen, aber du musst halt wissen, ne, die Grundsachen musst du halt wissen und das ist einfach wirklich viel stumpf auswendig lernen und dann natürlich auch anwenden, aber erstmal wissen. Und psychologische Diagnostik ist ein Teilgebiet von der Statistik. Ich bin so froh, dass ich die Statistik schon gemacht habe. Ja, das ist auf jeden Fall schon... Wenn nicht, das Doppelte. Und ich bin einfach froh, dass ich das durch habe und dass ich mir dafür auch echt Zeit genommen habe, dass ich das verstanden habe, weil mir das hilft für psychologische Diagnostik. Aber ich habe jetzt so viel geredet. Am Morgen habe ich die bereits angefertigten Karteikarten von Lektion 1 und 2 nochmal wiederholt und danach meine Zeit mit dem Lesen und dem Anhören der Videolectures verbracht. Im Fernstudium an der EU gibt es ja oft keine klassischen Vorlesungen, sondern eben kurze Erklärvideos,
die so zwischen 5 und 20 Minuten lang sind. Also das sind ja PowerPoint-Präsentationen mit hinterlegtem Voice-Over. Und aus meiner Erfahrung bringen mir die Videos selten etwas, weil der Inhalt oft aus dem Skript 1:1 monoton wiedergegeben wird und die Sätze in etwas anderer Reihenfolge vorgelesen werden. Aber in diesem Modul muss ich sagen, dass die Video-Lectures echt gut aufbereitet sind und das auch nicht von irgendwem, sondern von einem Professor. Und man merkt da sofort den Unterschied. Es sind externe Informationen enthalten, wie die Thematiken hergeleitet werden und wie frei der Tutor auch spricht. Und dieses Mal werde ich die Videos, also diese Video-Lectures, auch zum Lernen verwenden. Wir müssen uns zunächst also überlegen, was ist überhaupt emotionale Intelligenz? Was gehört zur emotionalen Intelligenz? Wie gesagt, es handelt sich hierbei um ein psychologisches Konstrukt. So, ich bin jetzt gerade von meiner Frühstückspause. Bei dem Wetter sitze ich dann immer auch sehr gerne auf der Terrasse und lasse mir ein bisschen Zeit. Jetzt wollte ich, bevor ich mit Lektion 3 anfange, psychologischer Diagnostik, wollte ich jetzt einmal ganz kurz nochmal überlegen, wie denn jetzt die Woche aussieht, wann ich ungefähr welches Kapitel fertig haben muss. Und da habe ich ja hinter mir dann meine Wochenplanung. Ich kann euch die gleich sonst auch gerne nochmal kurz einblenden. Und, oder Stativ steht im Weg. Ich mache das mal ein bisschen weiter hier. Ach, weiter geht nicht. Ja, und ich habe halt schon in der Woche ein bisschen geschoben. Also das ist wirklich immer nur die grobe Planung, dass ich so einen groben roten Faden habe, wann ich was fertig haben muss. Aber es ist nicht in Stein gemeißelt und es sind keine festen Termine. Also man sieht hier tatsächlich schon, dass zuerst ich vorhatte, am Mittwoch Lektion 2 abzuschließen. Heute ist Freitag und ich habe heute erst Lektion 2 gemacht, einfach weil ich ja so viele Termine dazwischen hatte. Ich habe es einfach nicht geschafft, die Lektion fertig zu machen. Und dementsprechend habe ich am Donnerstag halt auch nicht Lektion 3 geschafft, sondern heute halt erst. Dafür ist heute natürlich so ein Unitag, also ich hole das praktisch auf, was ich die letzten Tage nicht geschafft habe. Das heißt, ich mache heute am Freitag dann Lektion 2 und 3 fertig und halt Wiederholung davon. Also ich habe ja heute Morgen schon Lektion 1 wiederholt, den Anfang von Lektion 2. Und ich mache jetzt Lektion 3 und dann werde ich alles einmal nochmal wiederholen und auch schon anfangen, das zu lernen. Und weil ich halt ein relativ kurzes Zeitfenster habe, werde ich Samstag und Sonntag auch beide Tage nutzen. Und ich werde am Samstag Lektion 4 machen. Plus, also Wiederholung, ich schreibe jetzt mal dazu, aber eigentlich ist Wiederholung immer relativ klar. Und ich werde am Sonntag LE5 machen, also Lektion 5 und Wiederholung. Genau, am 30. und 31.8. plane ich dann, die Klausur zu schreiben. Falls ihr einige Videos davor geguckt habt, wisst ihr, dass ich normalerweise auch Arbeitszeiten eingetragen habe in diese Woche. Aber ich arbeite im Moment nicht, beziehungsweise ich arbeite dort nicht mehr. Ich hatte ja gekündigt zum 1.8. Auch alles basierend darauf, dass ich halt weggehe und sowas. Das ist eine lange Geschichte an sich. Auf jeden Fall habe ich gerade keine Arbeitszeiten, was mir natürlich etwas zugute kommt, weil ich einfach ja, mich da jetzt ein bisschen reinhängen kann und schauen kann, dass ich psychologische Diagnostik in knapp 2,5 Wochen dann auch fertig bekommen. Wenn ich mir einen festen Zeitpunkt für die Klausur festlege, schaffe ich mir damit eine Rahmenbedingung und Struktur, woraus ich zusätzliche Motivation schöpfen kann. Und aus der neuen Motivation entsteht eine neue Energie, weiter zu lernen. Zusätzlich sind Pausen sehr wichtig, in denen ich entweder aktiv ruhe, wie zum Beispiel hier auf der Terrasse in der Sonne, oder ich mir eine komplett andere Aufgabe und Ablenkung suche, in dem Beispiel, dass ich mich um die Wäsche kümmere.
Ach, irgendwie ist heute nicht so mein Tag mit dem Lernen. Ich weiß auch nicht. Manchmal habe ich Tage, wo ich in diesen Flow reinkomme. Oh, hier ist irgendwo ein richtig fetter Brummer im Wohnzimmer. Ich höre ihn. Also es gibt Tage, wo ich in diesen Flow reinkomme und es mir viel leichter fällt zu lernen. Dann gibt es Tage, wo ich in gewisser Weise erzwingen muss, mich dann ransetze und dann in den Flow komme. Und dann gibt es Tage, wo ich einfach gar nicht reinkomme. Wo ich das Gefühl habe, ich muss Sätze immer doppelt lesen. Und es ist eher ein Erzwingen des Lernens. Und so einen Tag habe ich irgendwie heute. Was natürlich auch damit einhergeht, dass ich einfach ein kurzes Zeitfenster habe und mir das jetzt nicht wirklich aussuchen kann, wann ich lerne und wann ich nicht lerne. Das gehört irgendwie auch dazu. Und heute, ja, komme ich irgendwie nicht so richtig rein. Ich werde aber trotzdem jetzt Lektion 3 noch zu Ende machen. Es ist tatsächlich schon relativ spät. Also ich glaube, es ist irgendwie 16 Uhr oder 16:30 Uhr. Und ich saß ja wirklich schon den ganzen Tag vor, außer Frühstück und Mittag. Ja, und deswegen, ich werde jetzt mal eine längere Pause machen und das Wetter noch genießen, weil es ist richtig schönes Wetter, es ist sonnig. Und ich denke, ich werde jetzt noch hier irgendwo am Strand fahren. Ich meine, ich wohne schon an der Ostsee, also muss ich das auch ausnutzen und werde jetzt nochmal irgendwo ins Wasser springen. So, ich bin wieder zu Hause und super, dass ich heute Morgen meine Haare gewaschen habe, um sie jetzt gleich praktisch nochmal waschen zu können, weil ich ja im Salzwasser war. Das ist echt so ein täglicher Struggle, vor allem bei langen Haaren. Wasche ich sie nicht? Ich denke, ich werde einfach Wasser drüber laufen lassen. Und die Waschmaschine ist auch fertig in 4 Minuten. Das Duschen, Wäsche aufhängen, aufräumen und dann wartet der letzte Teil von Lektion 3 auf mich. Aber es tat einfach so gut, ins Wasser zu springen. And here we are again an meinem Schreibtisch. Was für eine Überraschung. Es ist auch schon relativ dunkel. Ich glaube, ich mache mal Licht an. Und ich würde auch richtig gerne noch den Sonnenuntergang irgendwo am Strand gucken. Aber ich will das Versprechen an mir selber halten. Und ich habe auch tatsächlich gerade wieder so einen kleinen Schub an Motivation, an Produktivität. Und ich werde den jetzt ausnutzen. Das ist doch verrückt manchmal, wie das an einem Tag so schwanken kann, oder? Aber ich nutze das jetzt aus und es ist eigentlich auch richtig komisch, dass ich abends eine Phase habe, wo ich produktiv bin, aber eigentlich ist das bei mir eher morgens. Naja, aber ich werde jetzt noch den Rest von Lektion 3 machen, die Karteikarten schreiben und dann habe ich endlich Feierabend. Und ja, dann kann ich aber stolz auf mich sein, dass ich das jetzt geschafft habe. Genau, und mit dem Wissen, dass ich dann stolz auf mich bin,
geht's jetzt an den Rest von Lektion 3. So gegen 20 Uhr habe ich dann aufgehört mit Lernen. Das hat mir für den Tag gereicht. Ich kann aber sehr stolz auf mich sein, dass ich gekämpft habe und das Versprechen an mich selbst halten konnte. Mein Feierabend wurde mit dem Kochen eingeleitet. Nahrung ist unser Energieversorger und daher priorisiere ich die Ernährung. Buntes und vielfältiges Essen lässt mich gut fühlen und gibt mir für solche Lerntage wie heute die Kraft. Bei uns gibt es heute Guacamole, noch in the making, und Süßkartoffeln, gefüllte mit Kichererbsen, Zucchini und Kräuter und was wir noch so im Kühlschrank finden.